Okay. Also, was kennst du denn das, Lumi? Hallo Missy, da kommst du in der Tat gerade richtig. Du weißt, was damit gemeint ist, oder? Wenn man einer Frau eine Perlenkette macht. Es stört dich und nicht, Ochi wenn ich weiß es etwas auch. an der Sehr schön. Einrichtung ändere, oder? Ich bin immer noch so glücklich über meinen eigenen Ort, an dem ich arbeiten kann. So, Knutschi. ich guck mal, was jetzt was der größte Stall kostet. Ich nehme einfach mal im Warte mal, warte. Voraus. Ich habe ja Schokoladentorte im Kühlschrank. Ja, okay. Ey, ihr Ups. könnt Erbsen, Bohnen ernten. Übrigens. Und wie sind die Geister? Ja, ich habe noch nicht geguckt. Wetterbericht ist klar und sonnig. Ja. Wahrsager sagt mir sehr glücklich heute. Okay. Das wäre da perfekt. Ich latsche das erstmal bloß zur Dingens hoch. Bissi verarscht mich nicht. Warum? Sie weiß auch nicht, was eine Perlenkette ist. Sie behauptet, dass sie nicht weiß, was das ist. Ja, siehste? Jetzt Erklär doch mal, kommt Lumi, mal jetzt. langsam raus damit. Naja, als Perlenkette kann man so bezeichnen, wenn man als Mann die Frau vollwichst. Das? Okay. Wow. Echt Daran habe ich jetzt? halt wirklich nicht gedacht, darauf wäre ich noch nicht gekommen. Ich habe letztens bei Procom erst was gesehen, für 3 Jahre Jetzt gespart, aber die stand wichtige als. Frage, wie magst du Perlenketten? Ich habe eine von meiner Oma. Das wird jetzt weird. Die ist echt hübsch. Ja. Hast du aufgehoben, ja? Ja. Ja? So darfst du in Lumi, der du magst Familie bleiben. Perlenketten? Ich muss mal meine Freundin fragen, ob die Perlenketten Was ist mag. losgetreten? Oder Lumi, soll ich mal eine Perlenkette zu dir bringen? Nein. Uff, der Spruch, ey, wieder. Wir arbeiten hier gerade mit Eieieiei. Kultur. Das Nein habe ich 10 Mali hat Meter einen gegen Wind automatischen gerochen. Greifer. Damit kann man Kühe und Ziegen automatisch melken und Schafe scheren für Seit 25 Lumi Euro. bei Rock im Park oder so gefragt wurde, oder gesagt wurde, dass sie ja. Dass ich Brüste habe, die noch nicht runterhängen. Ja, Das ich hast du dir wollte gemerkt. es. Ja. Da Sehr war ich irgendwie nice. nicht dabei, wo ihr Solche das Sachen. besprochen habt. Ich komme aus der Nummer wieder raus, Luchi. So. Was? Da war ich nicht dabei, wo ihr das besprochen habt. Meine Geister sind heute höchst unzufrieden. Also ich komme nicht mit ihnen hin. So, wir bauen jetzt mal eben den größten Stall noch. Kennst du nicht die Story mit dem Typ, der mich gefragt hat, ob ich Kinder habe? Nee. Also Ich ich war hab's auf wieder. Wacken. Ey, Mit oder ich hab's wieder dabei. vergessen, das ist die andere Option. Das ist, ich würde jetzt nicht ganz drauf wetten. Pass So, auf, ich war Benny. auf Wacken. Ja? Und bin dann da über den Campground gelaufen und dann hat mich ein Typ angesprochen. So Mitte 40, würde ich mal schätzen. Und er meinte zu mir, hey, so, hallo, keine Ahnung, erstmal wollte er mich mit seinen Kumpel verschachern und dann hat er irgendwie weitergeredet und dann meinte er, ob ich denn schon Kinder hätte. Und ich gemeint, nee, noch nicht. Und meinte er, ja geil, dann hast du ja bestimmt noch die richtig schönen, festen, prallen Titten und schlaffe Dinger. Die musst du dann mal anfassen und so. Und ich dann so, ja, nee, und bin dann abgehauen. Ja. Ja. Klingt nach einem guten Anmachspruch, würde ich sagen. Also das ist bestimmt häufig Total. von Erfolg gekrönt. Ich Ich habe würde vor gerne den kurzem. automatischen Greifer kaufen. Darf ich? Hä? Von mir aus schon. Das ist ein automatischer Greifer. Zum Der ist neu automatischen seit dem Melken letzten und Update. Scheren. Ach so. Muss ich das nicht mehr machen. Muss nur noch Eier sammeln. Ja, du sammelst halt sehr gerne Eier, ne? Ich liebe Eier. Kann man Das so schön glaube ich dir glatt. ausblasen. Auch die Behaarten. Oh, man wird schon blöd dann richtig, ne? Stumpf ist Trumpf. Warte mal, ich nehme so meine Schokotorten mit, wenn wir jetzt darüber gehen. Zum Oder bist du Glück schon ist weg, Bennys Kanal Felix? ab 18. Ja, die Lumi ist ja auch. Dinger mal bringen. Lumi, ist dein Mein Kanal? Kanal ist auch ab 18. Wir Das ist sind nicht doof, wenn wir dir schön. streamen. Wenn ihr mit mir streamt. Warum streamst du Mach ich eigentlich das? nicht? Weil bei Stardew Valley eh keiner zugucken würde. Aber dann könnten wir sehen, was du für einen Quatsch den ganzen Tag machst. Wir wollten doch jetzt in die Wüste, wo willst du hin? Oh ja, stimmt. Das habe ich Ach mir, also Gott. ganz im Ernst, als wir angefangen haben mit Stardew Valley, hat es auch tatsächlich niemand geguckt. Und jetzt Ich glaube, gucken es liegt da eher an tausend Leute. uns und nicht an Stardew Valley, dass ein paar Leute doch Ja, aber eingeschaltet. Jetzt wir sind beliebt. Miau! haben wir noch 2000 Gold. Das ist nicht so viel. Miau! Kira, komm her! Kira! Ich wurde von uns voll zerbissen. Hast verdient. Miau!
Miau. Ja. Boah, schon wieder voll. Oh, jetzt werde ich angesprungen. Ich kann dann auch mal ein Hühnchen verkaufen, um ein neues Hühnchen zu kaufen. Kannst du gerne machen. Bist du jetzt auch in der Wüste, oder? Nee, sie hat doch kein Glück. Verkaufen wir ein altes Hühnchen? Oder ein neues Hühnchen? Aber Bill, du bist oder was? Wie du willst. Ja, ich höre dich. Trano produziert. Ja, ich weiß, dass Trano keine Milch produziert. Das ist ein fucking Huhn. Ja. Die sind alle noch nicht so alt. Und verkaufen jetzt verkaufen die sich besser, wenn sie mehr Liebe haben. Oh ja, tatsächlich, wenn man sie ein bisschen hochgezüchtet hat, dann verkauft man sein altes Huhn. Dann verkauft man altes Huhn. Ja, mal gucken, was die kostet denn ein Huhn? Die, die unser Herz gewachsen sind, die verkauft nur mir jetzt. Ich hab extra gefragt und es hieß dreimal, es ist euch egal. So. Ist es so. Aber du kennst Männer nicht, die sagen das nur so. Wie Frauen halt. Benny, ich hab eine Leiter. Es ist immer noch Stardew Valley und kein Stardew Porn, aber gut. Nee, Frauen sagen, mach doch, was du willst! Eben, und das ist schon nur die halbe Wahrheit. Das ist die volle Wahrheit. Das heißt, mach, was du willst und ich werde mich entsprechend verhalten. Nee, das ist mehr so, du musst ja wissen, was du tust. Oh, guck mal. Rappel, cool. Mal gucken, ob Rabel wenigstens mal ein weißes Huhn ist. Ja, wir sind ja voll die Rassisten. Ich will unbedingt ein weißes Huhn. Pass auf. Hab ich. Boah, Arsch. Wuchs des heutigen Abends. Lumida. Hat funktioniert. Was willst du von mir? Oh, oh. Denk ich mir auch gerade. Ja, guck mal. Ich verbringe den ganzen Tag vor diesem verdammten Fernseher. Ich wünschte, er würde mehr nach draußen gehen. Ein wenig frische Luft würde ihm gut tun. Ich wollte mal wieder random Sachen vorlesen. Okay. Mach ruhig, alles gut. Wir sind heute in der Mine gut beschäftigt. Kira, das ist gerade echt ungünstig. Hat sich auf deine Maustastatur gelegt? Nee, sie ist gerade einfach vor meinem Bildschirm rumgelaufen. Das sind ein bisschen viele große Schleims. Gefühlt. So, kam echt die beste Idee, den Ehen so durchzulassen, wo er in die Richtung kam. Warte einfach, so den Ehen kannst du nicht kaputt schlagen. Ich weiß schon, kann man trotzdem drauf schauen. Ich hab noch eine Idee, Ja? Ja, geh weg. Ist irgendjemand, was Pierre macht? Oh Leute, das ist so groß, das habe ich nicht gewusst. Geh weg. Zu meiner Verteidigung. Oh, aua, aua, aua. Hier ist einer hinter dir. Wieso ist er hinter dir gekommen? Ah. Da war ich so reden, Leute. Ja gut. Dass man ewig nicht wegkommt, ist ein bisschen doof. Ja, kämpft. Ben, wo du... Aha. 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 Das ist ja gar nicht so. Man braucht ja gar nicht so viel zu essen in der Mine, ne? Ich hätte ja noch Essen gehabt, ich konnte nur nicht wieder weglaufen von den Viechern. Verstehst du jetzt, wo dieses verdammte Problem ist in der Mine? Also nächstes Mal bin ich besser auf, okay. Ist Pierre noch da, der hat Geburtstag heute? Der Aufenthalt bei Dr. Harvey hat mich 1000 Gold gekostet. Scheint, als hätte ich auch einen Gegenstand aus meinem Rucksack verloren. Toll, verschlossen. Ist schon weg. Aber nichts Wichtiges, was ich verloren habe. Glücklich, ne? Das ist halt echter Zufall. Ah, Harveys Schlafzimmer ist direkt in der Klinik. Oh, gut zu wissen. Wer hat Geburtstag? Der Pierre. Pierre, aber da kommst du nicht mehr rein. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Also der geht, glaube ich, abends noch was trinken, oder? Ah, er ist im Dings, er ist hier, ja. Warte mal, ich schenke euch mal eine Schokotorte. Ich schenke mal eine Schokotorte. Wein, aber ich habe keinen Wein dabei, aber er kriegt jetzt zumindest die Sashimi, die er wollte. Ich schenke ihm eine Schokotorte. Ich will auch deine Schokotorte. Du kannst vielleicht meine Schokoladenseite haben, aber nicht meine Schokotorte. Oder mag er das nicht? Ich schenke ihm jetzt noch Käse. Hier. Er schenkt es. Nein, ich will es nicht Lumina schenken. Ein Geburtstagsgeschenk, das ist ja nett von dir, ich liebe es. Sehr schön, mein Käse mochte er auch. Ja, wer keine Schokotorte mag, das ist auch kein echter Mensch, ja?
Ich glaube, Sebastian mag keine Schokotorte. Ich mag keine Schokotorte. Ja, ihr seid alles keine Menschen. Hallihallo, Rico. Rico, magst du Schokotorte? Felix ist raus. Jeder mag Schokotorte. Sag ja. So. Nein, das ist Sonne-Uhr. Ich komme nicht mehr zu meinem Schatz rein. Ich wollte nur noch Hallo sagen. Alles gut. Okay bei dir? Schokotorte. Geht um Schokotorte, wer Schokotorte mag oder nicht mag. Torte mit R. Schokotorte, nicht Torte. Hab ich doch gesagt. Du sagst Torte. Er mag Schokotorte. Ja, das ist OR wird halt so OA bei mir. Warte. Das klingt wie Kloake, echt. Ich mach dir gleich Kloake. Ich bin kurz vorm Sterben gewesen. Boah. Ja, mich hast du ja schon sterben lassen. Gemeiner Hund. Ja, was heißt sterben lassen? Bist weggelaufen und ich bin gestorben in der Zeit, ja? Wo geprescht? Ey, Moment mal, dahin. Da will ich es haben. Ich weiß nicht mehr, wo es ein Straußfahren gab. Das hatte ich auch nachgegoogelt. Mal, das ist letzte, was mir gefällt. Essen jemand von euch ohne zu googeln? Nein. Hm. Mal sehen, ob Abigail Lachsbärenwein mag. Vielleicht fällt es mir ja wieder ein. Hey, wo wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht lecker aus. Ja, dann iss mal Lachsbärenwein. Ja, yeah, nein, ich bin nie genug, um selber schlafen zu können. Rico, ich bin verheiratet mit Abigail ohne Ring. Ja, alle den Ring vergessen haben. Mir ist es am letzten Tag eingefallen. Aber da war's auch ja, in dem Moment, wo die Sequenz anfing, fiel dir ein. Nee. Oh, stimmt, wir wollten einen Ring bauen. Nee, tatsächlich schon vorher. 2 Sekunden vorher. Ja, 2 Sekunden, ganz toll. Es war leider zu spät. Ich hab doch gesagt, jetzt weiß ich, was wir noch brauchen und dann ging die Sequenz los. Aber ich glaube, es ist genau das Gleiche. Du kannst damit genau das Gleiche machen wie mit dem, was ich ihr geschenkt habe, was für 5000 Mal kaufen konnte bei Sturm. Kannst du, glaube ich, genau, also es ist wirklich genau das gleiche Ergebnis. Hm. Nur, dass es halt nicht kaufen muss. Ja, ganz toll. Aber dafür muss er eine prismatische Scheibe opfern. Glückwunsch, danke. Aber trotzdem, Rico, magst du Schokotorte? Um es richtig auszusprechen. Erst wenn du Schokotorte magst, darfst du Benny folgen. Genau, wenn du keine Schokotorte magst, muss ich dich direkt wieder demodden, ja? Demodden. Scheiße, dann werde ich ja gedemoddet, Benny, von dir. Stimmt, erstmal machen, Moment. / unmod hardcore sexony. Oh nein! Ups, wir müssen nur ordentlich tippen können. Nein, bitte nicht! Du hast Hardcore Sexen hier als Moderator dieses Kanals entfernt. Ich gehe eine Schokotorte mag oder was? Ja, Leute, die keine Schokotorte mögen, sind keine Menschen. Ich habe einfach nur schlechte Zähne. Ich kann mir deswegen doch nicht leisten. Kann doch trotzdem Schokotorte lecker schmecken. Ich kann sagen, okay, ich esse es nicht, weil das meinen Zähnen nicht gut tut, aber mir schmeckt es trotzdem. Vielleicht nicht lecker. Ich esse es vielleicht nicht gerne, aber es schmeckt vielleicht lecker, was weiß ich. Oh, der arme Felix ist leider wie so ein Hund, weil er bei dir nicht mehr Mord sein darf. Du machst Menschen genau. Zu Menschen zweiter Klasse. Wie kann man keine Schokotorte mögen? Genau. Das ist halt die Frage. Ich sag ja, Leute, die keine Schokotorte mögen, die, keine Ahnung, sind unmenschlich. Essen auch Katzen oder sowas. Menschen zweiter Klasse, essen auch Katzen. Ich hab hier eine neben mir liegen, what the fuck. Ja, vielleicht nicht Kira, aber wenn du irgendwie nach China fährst, würdest du bestimmt auch Katzenfleisch essen. Ja, erst miaut, dann mit Kraut oder was? Was war das, Lubi, mit nach China fahren? Wenn ich in China Foodsharen würde, würde ich auch Katzen essen. Gibt's in China überhaupt sowas wie Foodsharing? Nö, nee, noch nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber das etablieren wir bald. Lumi macht das bald. Das hat sich ja mittlerweile von Deutschland etabliert in der Schweiz und in Österreich. Und momentan sind die Betreiber dabei, die Seite für englischsprachiges Publikum zugänglich zu machen. Wie gesagt, ja. Lumi, die wird dann Foodsharing Ambassador in China und isst ganz viele Katzen. Ambassador. Ja, komm drauf geschissen, ob du jetzt eine Katze isst, ein Hase oder ein Schwein, es ist alles ein Lebewesen. Wo ziehst du die Linie? Kannst du auch Menschen essen, ja? Ja, würde ich ja auch. Also die ganze What? Den ein oder anderen Mörder, den man auf einen elektrischen Stuhl stellt, den kann man hinterher auch noch essen. Neonazis, Extreme. Du gehst in die Minen. Hey, wenn du etwas Leckeres findest, denk dran, mir etwas davon mitzubringen. Knutschi. Mua.
Oh, Grüße, junge Adepte. Oh, eine gefrorene Träne. Sehr schön, hätte ich direkt weiter verstanden. So, Wahrsager, willkommen zurück. Die Geister sind heute gut drauf. Ich werde etwas extra Glück haben. Und Wetterbericht sagt mir, leichte Brise, erwarte eine Menge Pollen. Neutral sagt's bei mir. Ich hab nicht geguckt. Also ich könnte mit, ich muss aber nicht unbedingt. Wollen wir jetzt wieder in die Mine oder was? Na, allein ist blöd. Wenn ihr nicht geht, dann gehe ich auch nicht. Nee, ich will nicht. Wie verwendet man denn dieses blöde Ding? Welches blöde Ding? Den automatischen Greifer. Ich dachte, das macht es automatisch, deswegen heißt es automatische Greifer. Müssen wir vielleicht in den Stall stellen, ne? Wahrscheinlich. Würde ich mal so tippen, dass er das irgendwie früh oder so macht. Ich hab's halt jetzt draußen stehen gehabt, aber da hat das nichts passiert. Tja, muss am Ende auch mal googeln, wie der automatische Greifer funktioniert. Na, das kriege ich schon noch hin. Die Melkmaschine. Moment, Felix, was machst du da unten? Alle anquatschen. Warum quatschst du denn jetzt die Tiere an? Ja, deswegen frage ich ja, ich wundere mich jetzt gerade. Ist mir so halb AFK Game Stand. Oh, du spielst jetzt doch am Zocken. Spannerei. Du spielst jetzt doch am Zocken? Was? Sie ist jetzt. Ich wollte sagen, sie bist jetzt doch am Spielen, dann habe ich mich doch entschieden, du bist doch am Zocken. Weil nicht so ganz klar war, ob sie heute noch in der Verfassung ist. Ein neues Küken ist geschlüpft. Yay. Hast du jetzt alle angesprochen, Felix? Ja. Dann holst du jetzt auch die Eier, ja? Wir nennen es Brownie. Aber wenn es weiß ist? Nee, das neue ist nicht weiß. Das ist ja noch aus der alten Charge. Alte Charge. Ich hoffe ja, dass die Rebelle. Ein, zwei Games versuchst du mal. Ja, dann hoffe ich mal, dass es dir besser geht als mir mit meinen ein, zwei Games, wo ich mir dachte, ich mach mal kurz die täglichen Siege. Oder den täglichen Sieg besser gemacht. Das war ein bisschen schwierig. Was spielt er? League of Legends und es ist eine Sie. So. Entschuldigung, was spielt sie und sie spielt League of Legends? Da kann ich ja eh nicht mitreden. Doch, kannst du. Kannst sie auch von ihr coachen lassen. Das ist doch mein Coach. Ich will dich gar nicht coachen lassen. Ich bin mit Dota schon genug gefordert. Da muss ich nicht noch ein zweites Spiel anfangen. Aber warum? Ja, komme ich am Ende noch durcheinander. Dann will ich bei League of Legends den Nein und vergesse es bei Dota. Du kannst bei League of Legends nicht den Nein, von daher kannst du nicht durcheinander kommen an der Stelle. Andersrum. Dann wähle ich bei League of Legends den Nein und vergesse es bei Dota. Ihr macht Chest Farming? Was ist denn? Ach so. Timo macht das S und du kriegst dafür die Truhen. Sehr gut. Wow. Kannst du nicht bei League of Legends Truhen kriegen, woraus du Skins kriegen kannst, wenn du sehr gut spielst. Aber immer nur einmal pro Jahr pro Held, den du spielst. Es geht aber auch, wenn du nicht dieses S kriegst, aber jemand in deiner Premade-Gruppe das S kriegt. Sozusagen, wenn du ihm hilfst, das S zu kriegen, dann kriegst du auch die Truhe. Alter. Und das will sie wohl gerade machen. AKA Tryharding. Ich hab schon wieder ein Ei gegessen. S+ ist theoretisch das Beste. Ich hab's gehört. Wie viel gibt's denn da überhaupt an verschiedenen Ranks? Was? Das sind halt Buchstabenbewertungen. F ist das Schlechteste. Und dann das von heißt, F zu S oder wie? Ja. F bis A und vor dem A kommt noch das S. Benni, wolltest du nicht deine Spitzhacke verbessern? Irgendwann schon, ja. Haben wir schon genug Geld? Kostet nicht die nächste Stufe 10.000? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht, ist eine gute Ansage. Die ist wahrscheinlich richtig. Also Emily hat heute Geburtstag, falls ihr Emily was schicken wollt. Meine Katze spielt gerade mit einem Spinner, geil. Wir warten Emily. Emily ist hier die blaue Mark, da schenke ich ein Aquamarin. Achso, ich kann dir Blumenkohlsaft schenken. Ja, ich glaube, die mag, das ist so ein bisschen, muss ich an der Haarfarbe orientieren. Die mag alles, was blau ist. Da könntest du einen Blaubeerwein schenken oder Blaubeeren oder. Haben wir da noch was? Blaubeeren bestimmt. Und ich schenke ihr jetzt einen Aquamarin. Knoblauchsaft, Brombeerwein haben wir hier noch. Oh, ich hab ne Sequenz mit Hayley. Oh. Wo ist denn Emily? Kannst du mir da kurz helfen? Oh, Felix! Die arbeitet wahrscheinlich. Ja, das Licht ist gerade besonders schön. Ich musste einfach nach draußen und ein paar Bilder schieben. Guckt sie mich an. Ich wäre gern mehr im Einklang mit der Natur. Ich will wissen, wie das Leben als Bauer so ist. Über die Lebensweise habe ich nie so wirklich nachgedacht. Zumindest bis jetzt.
Moment mal, die Hayley wird von der Bitch zur Bauersfrau? Ja, oh, diese Kühe sind so niedlich. Ich habe Emily gefunden. Alles gut, Zeichen über den Kopf. Hey, ich habe eine Idee. Hat sie Stativkamera aufgebaut. Lass uns ein paar Fotos mit den Kühen machen. Du kannst mir zeigen, wie man sich einer nähert. Ich stelle den Timer ein. Zack, Timer eingestellt. Und jetzt springen wir, glaube ich, hinter das Gehege. Ich habe Kekse im Müll gefunden. Ja. Diese Müllwühler immer. Nom, Kekse. What the fuck? Ich bin aus dem Spiel rausgeflogen? Ich bin gerade echt aus dem Spiel rausgeflogen? Yep, du bist gegangen, angeblich. Mhm. Bei einer Sequenz mit Hayley? What the hell? Das war's mit der Romantik. Ich find die Lache aus dem Hintergrund eigentlich noch viel, viel besser. Die Lache aus dem Hintergrund findest du viel besser. Vor allem, der hat sich gerade mit dem Kopf auf den Schreibtisch gelegt vor Lachen. Tja, war wohl Unglück, dass du dann nie keine andere Frau in-game haben darfst. Ja, ich darf keine andere Frau in-game haben. Voila. Oh, Sebastian ist nicht zu Hause. Wo ist Sebastian denn? Sebastian ist im Untergrund. Übrigens wäre, glaube ich, es schlauer gewesen, Emily Stoff zu schenken, weil sie sagt, sie kommt immer schlecht an Stoff. Zweideutigkeit. Blau ist auch gut. Stoff ist auch gut, aber wo ist denn Sebastian? Was für ein Untergrund? Stoff ist auch gut. Hey. Wo ist denn Sebastian? Ah. Ja, mein Gott. Was ist denn der Untergrund? Wir verkaufen wieder Mayonnaise. Weg damit. Was ist denn? Oh, hier ist ein Diamant. Wieder die Sequenz mit Hayley, so. Hoffentlich schloss das Spiel diesmal nicht ab. Haben noch einen Diamant gemacht. Moment, warum sind denn in der Erztruhe Bomben? Okay, ich glaube, ich sollte langsam nichts mehr verschenken. Ich habe schon fast allen was geschenkt die Woche. Was ist denn das hier? Insektenkopf, nicht gerade angenehm zu schwingen. Das ist unsere Notfallwaffe, falls mal wieder jemand eine verliert. Ja, wir haben hier doch eine bessere Notfallwaffe. Bleirute, Knüppel, Stufe 3. Dann haben wir zwei Notfallwaffen. Nachdem du jetzt auch in die Mine gehst. Mach ich ja nicht mehr. Nicht genug Notfallwaffe. Oh, jetzt ist er einmal gestorben. Ey, das stürzt ständig ab. Ich würde sagen, die Sequenz funktioniert nicht für dich. Fang nicht mal. Ey, das stürzt ab, wenn ich mit Hayley mich treffe. Stürzt das Spiel richtig ab oder wirst du einfach rausgeschmissen? Das Spiel stürzt ab. Tja, da ist es einfach dunkel und. Och nö, das ist doch doof. Hast du wohl falsch? Da brauchst du keine Feinde mehr. Du hast dir wohl die falsche ausgesucht. Meine Freundin steht halt da, kringelt sich vor Lachen im Flur und da so. Ich hab's ja gerade nochmal probiert. Ja, wir haben es gesehen, dass du wieder rausgeflogen bist. Ganz toll. Also ihr hört das Edlei auf mitspielen, oder? Na, einen Tag würde ich danach noch machen, auf jeden Fall. Einen Tag? Dann kommen wir gerade wieder in den Sommer. Ich gehe auch noch ein bisschen rum mit Geschenke verteilen. Papa darf keine andere Frau neben Nicole haben. Das ist verboten. Tja. Kartoffel eingelegt, Pastinake eingelegt. Du musst halt aufpassen, dass du nicht mehr da langläufst, wo sie ist, sonst fliegst du aus dem Spiel raus. Ganz toll. Ich versuche das einfach zu überspringen, indem ich einfach noch was schenke. Dann lande ich bei der 10-Sterne-Sequenz. Ich weiß nicht, ob du die 10-Sterne-Sequenz überhaupt kriegen kannst, wenn du nicht irgendwie wenigstens für festen Freund wirst. Doch, du musst dir, glaube ich, einen Blumenstrauß schenken, damit du zum festen Freund wirst und dann kannst du erst weiter im Stern aufsteigen. Und dann stürzt sich vielleicht den Arm. Sebastian vielleicht mal einschenken? Was? Sebastian hat jetzt bei mir schon... Also bei mir war das so, dass die Herzen ausgekraut waren, bis ich ihr einen Blumenstrauß geschenkt habe. Ja. Oh, jetzt kann ich sogar mehr als 10 Herzen kriegen, glaube ich. Wollen wir ein Herzchen, dann kann ich ihm einen Blumenstrauß schenken. Genau, ich kann jetzt 12 Herzen bei meiner Ehefrau kriegen, das ist ja interessant. Vielleicht sind das die Kinder. Meinst du, wenn ich die 12 Herzen voll mache, dann ist erst Hoppeli-Höppeli? Ja. Hoppeli-Höppeli ist nicht, du kriegst einfach... Du bist eine anständige Frau, ohne 12 Zimmer. Herzen geht kein Hoppeli-Höppeli. Du kriegst, wenn du das Kinderzimmer hast, kriegst du einfach das Kind hinzu. Mehr ist da nicht. Aber man muss doch vorher Hoppeli-Höppeli machen.
Ja, im Real Life vielleicht. Oh, Tim. Oh, Shane will kein Essen haben. Hm, ups. Doch. Nee, der hat gerade hier böses Dingens über den Kopf gekriegt. Der mag keinen. Was hast du denn geschenkt? Eingelegten Mais. Eingelegte Sachen mögen sie irgendwie alle, ne? Doch. Alle außer Shane freuen sich darüber. Sie lieben es nicht, aber die freuen sich drüber. Okay. Weil mein Wein hat er vorhin angenommen. Also. Wir haben es alle hier im Lokal haben es genommen, außer Shane. Der hat gesagt, was soll ich mit dem Mist? Oh, echt? Ja. Oh, das ist hart. Der hat halt auch wenigstens ehrlich, die anderen sagen. Mein Spielstand setzt ab, wenn ich an den Arcade-Simulator gehe. What the hell? Ich würde sagen, bei dir ist das Spiel irgendwie gerade verbuggt. Der Tag ist ja gleich vorbei. Mal sehen, ob es dann besser läuft. Vielleicht solltest du es einfach nochmal neu installieren lassen. Was? Neu installieren? Oder Rechner neu starten? Ja, kann ich dann nur einfach, wenn wir dann aufgehört haben zu spielen, kann ich dann einfach. Fuck! Was? Jetzt kaputt hier? Gemacht. Schwert weg. Na? Oh, wie gesagt, am letzten Tag mein Schwert verliert und schreit. Es ist der vorletzte Tag. Einen Tag wollten wir noch. Und? Na? Und? Schwert verloren? Komm, das gönnst du mir nicht wirklich. Ich hab das fucking Universalschwert-Ding. So, ich habe gehört, dass du Leon heute Schwert heimlich... Ist noch da. What? What? Ist noch da. Was ist? So, ich habe gehört, dass du Lea heute heimlich ein Geschenk gemacht hast. Sollte ich mir deswegen Gedanken machen? Ist jemand eifersüchtig auf dich? Anscheinend. Nee, das war meine Ehefrau, die eifersüchtig ist, dass ich Lea ein Geschenk mache. Jetzt gehe ich noch ein Geschenk holen für sie, Mensch. Ah, so. Gott. Man darf anscheinend nicht mit dem Dorf befreundet sein, wenn man sie als Ehefrau hat. Oh, mit Sebastian? Stürzt jetzt auch dein Spieler? Nein, mit Emily. Auch die ganze Zeit immer mit Frauen. Nie mit Sebastian. Du sagst, Alter, du bist echt super bad. Ein weiterer wunderschöner Tag in Pelikan. Es ist Nacht, verdammt. Okay. Die Emily hat Halluzinationen, da fliegen Papageien. Hey, wussten wir es nicht schon, dass die Halluzination hat? Meine Freunde. Oh, Silver hat die Verbindung beendet. Ich glaube, Lumi, dein Internet ist gerade nicht so gut.